Hallo Leute, heute machen wir diese Starbucks Frappuccino-Hülle. Zuallererst müsst ihr euch natürlich ein Starbucks Frappuccino ausdrucken, am besten von Google Bilder. Dann habe ich hier noch einen alten College-Block, um das später auf die Pappe kleben zu können, sodass es ein bisschen stabiler ist. Natürlich braucht ihr auch noch eine Handyhülle, weil, ja, keine Ahnung, ist irgendwie logisch. Zuallererst schneidet ihr euer Bild aus. Ihr solltet das am besten jetzt noch laminieren, dann ist das Ganze ein bisschen stabiler und hält besser. Mache ich jetzt allerdings nicht. Und ja, dann klebt ihr das am besten mit Klebestift oder Heißklebepistole auf so eine Pappe, damit das eben, wie gesagt, besser hält. Dann schneidet ihr es nochmal aus. Jetzt fehlt mir leider eine Aufnahme, aber ich habe eigentlich gar nichts mehr gemacht, als oben das Loch für Kamera freizuschneiden. Da seht ihr es nochmal. Nun nehmt ihr euch euren Kleber oder eben die Heißklebepistole und klebt das Ganze einfach auf die Hülle drauf. Handy hinein und fertig! Kurz und knackige Erklärung, aber ich hoffe, ich habe alles gesagt. Schaut noch gerne hier bei meinem letzten Video vorbei. Hier auf der linken Seite könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Und dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, wenn es euch gefallen hat. Habt noch einen schönen Tag und dann würde ich sagen, bis dann!